Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal und willkommen bei der Operation Dreierallianz gegen die Achse. Wie ihr aus dem Namen vielleicht schon ableiten könnt, kann man die Mission nicht alleine spielen, man braucht noch zwei Leute, deswegen ist Wüschenfuchs mit dabei. Hallo. Hey. Und Gameboy. Hallo. Wüschenfuchs spielt Italien, Gameboy die Amerikaner. Man kann sich die Nation auch nicht frei raussuchen. Klar, man könnte in einer anderen Reihenfolge joinen, dann passt das auch. Ja, wir spielen zu dritt gegen die Deutschen. Die Deutschen haben allerdings ein paar Überraschungen, die ziemlich böse sein können. Wir haben die Operation gerade einmal getestet. Aber im Endeffekt gibt es für die keine richtige Strategie. Also ich habe am Anfang zwei Nachschubdepots gebaut und ein Flugfeld. Wichtig ist, dass man die falschen Jäger, die gleich kommen, richtig einsetzt. Gameboy nicht vergessen. Ansonsten ist man hier relativ frei in seinem Tun. Man sollte auf jeden Fall seine Vor- und Nachteile nutzen. Also ich als Brite kann nur auf Luftwaffe gehen. Gameboy und Wüschenfuchs können jeweils wieder andere Sachen machen. Und ganz wichtig ist, dass auch die Listen aufgeteilt sind. Also ich habe zwar Spion, aber kein Fanatismus Blitz oder ähnliches. Das hat wiederum Gameboy, soweit ich weiß. Ich habe Fanatismus. Gameboy Blitz. Gameboy Blitz wäre nicht unbedingt notwendig gewesen. Es ist nämlich besser, wenn unsere Flieger gleichzeitig ankommen. Da verteilt sich nämlich der Schaden der Luftabwehr besser auf unsere Einheiten. So, meine der brauchen aber gerade echt ewig, Heiko. Ja, weil sie keinen Blitz haben. Ja, meine ja auch nicht. Ja, meine kommen halt später. Den Fliegern, der Blitz ja, aber das sollte man optimalerweise nicht wobei, machen. So, ich bin jetzt gut damit gefahren, die Taifun zu erforschen. Man muss es vermutlich nicht. Aber ich bin damit auf jeden Fall gut gefahren. Anstatt die Spitfire. Gamble zieht das ganze Feuer auf sich, das ist schön. Genau. Ich werfe mich gerne für euch. Feuer auf sich ziehen ist nämlich ein gutes Stichwort. Alter, der Übergang. Ihr werdet nämlich gleich sehen, warum wir das machen. Sofern es klappt, genau, meine. Könnt auch gleich noch ein. Ich habe einen Artillerieschutzbunker, damit kriege ich den Bunker da drüben platt, aber ich muss jetzt erstmal meine Flieger hochziehen. So, und zwar feuern die feindliche. Der feindliche Bunker quasi auf die Artilleriegeschütze und so weiter. Nur leider habe ich es da jetzt direkt verkackt. Hat es irgendwer von uns geschafft? Nee, nein. Das hat leider nicht funktioniert. Okay, schade. Es funktioniert meistens. Wir haben sie richtig positioniert, klappt es. Aber ich habe da auch meine Einheit nicht ganz sauber positioniert und Gameboy hätte nicht mit Blitz rein sollen. Aber dann, es funktioniert in vielen Fällen. Aber auf jeden Fall. Genau, haben wir dann herausgefunden, eine weitere sehr, sehr gute Strategie ist es hinzugehen und den Italiener einfach einen Italiener-Rush machen zu lassen. Ups. So. Mit dem guten Italiener-Rush kann er nämlich sehr schnell ein paar Bunker ausschalten. Gehen wir raus, Stefana? Ja, alles gut. Mein Bunker regelt. Und ich könnte in einer Panzerbasis mittlere Panzer und Panzeraufklärer bauen, aber ich frage mich so ein bisschen, warum sollte ich das tun? Bräuchte Luftunterstützung. Ja, ja, ist da. Für den Fall der Fälle. Aber momentan nur ein Flieger. Also der Grund, warum ich die Spitfires nicht gebaut habe, ist der Feind hat Stukas und die kriege ich halt eigentlich auch mit meinen Jagdbombern kaputt. Also brauche ich dann keine extra Jagdflieger. Problem ist natürlich nur, wenn der Feind mehr Jagdflieger hat, dann wird es schwierig. Okay, das war jetzt nicht optimal. Also ich kann euch keine Luftunterstützung geben, weil der Feind fängt dann meine Flieger ab. Aber eigentlich braucht ihr die auch gar nicht, weil so viel Stukas setzt der gar nicht ein. Ah, nee, hilf mich doch nicht. So. Natürlich sehr ärgerlich. Letztes Mal, als wir das getestet haben, hat der Feind nämlich sehr viel weniger Jagdflieger gebaut. Oh gut, ich fange jetzt mal mit dem Artillerieschutzbunker an und versuche da ein bisschen Druck auf den Gegner auszuüben. Falls jemand eine List übrig hat, kann er mir gerne Tarnetz geben. Ach, ich. Könnte nur Fana geben, wenn du es brauchst. Hier, ja, dir gebe ich auch Tarnetz. Ah nee, oh, ich hoffe, du hast jetzt noch zwei Listen übrig. Nope. Ja, weil ich perfekt, zwei meiner Taifuns schalten. Bei meiner Taifuns schalten auch problemlos einen feindlichen Jagdflieger aus, also es geht alles ganz gut. Der Deutsche mag mich anscheinend mal wieder sehr. Aber das ja, der fokust dich ganz gern mal. Wie auch schon bemerkt. Okay, Gamba, ich brauche jetzt einen Blitz. Ja, hab keinen. Ja, und der Tarnitz hat jetzt echt, kann ich keinen Blitz machen. Uiuiui, das haben wir jetzt verkackt. Gut, da muss ich halt mit Gewalt durch. So, meine Flieger machen mal wieder nicht das, was sie sollen. Aber dann gib mir gleich Blitz auf dem nächsten Feld, nicht auf meinem Heimat. Ja, ist sogar halt zu 3/5 fertig. Nein, aua, aua.
So, es gibt natürlich Bonusziele, die wir erreichen müssen. Das ist immer ein Vorteil an Italien, die sind auch so relativ schnell. Das Gute ist, ich habe Spion, das heißt, ich kann sowas wie hier sofort ausschalten. Okay, also Ziel 1, überleben. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der tatsächlich mal strategisch gewollt ist. Wischenfuchs geht hier mit Panzern durch und macht da auch ziemlich viel Ärger. Echo-Luftsupport wäre echt klasse. Ja, wie erwähnt, geht nicht. Meine Flieger sterben sofort. Aber ich kann dir ein bisschen was schicken, aber du musst irgendwie eher anders damit klarkommen. Ich weiß nicht. Hast du nichts? Irgendwie Luftabwehr, Tarnnetz, Infanterie? Nein, also, gar nichts. Also Tarnnetz kann ich ja gleich machen, aber ich muss. Ja, bringt nichts. Ich meine Funkstille oder sowas. Ah, der Feind hat einen Luftaufklärer, okay. Ja, hätte ich gewusst, dass der Feind dieses Mal so aggressiv seine Stukas gegen dich einsetzt, dann hätte man das Ganze natürlich ein bisschen anders gemacht. Aber egal, also wenn Wüstenfuchs jetzt hier gleich, ich schicke dir gleich mal meinen Luftaufklärer in die Mitte, dass du da unter Umständen noch was ausschalten kannst. Ich hab hier, ist für dich. Ich brauch Blitz, ja. Fanatismus, genau, perfekt. So, dann denkt mal lieber Wüstis Offensive, die ist, denke ich mal, sehr viel wichtiger. Kann es sein, dass wir letztes Mal irgendwie die Produktion des feindlichen Flugfelds ein bisschen besser verhindert haben? Ich habe letztes Mal hat er einfach weniger hier zwei Felder oder sowas von. Ich habe vor meiner Nase zwei Felder stehen gelassen. Das war. Ich habe zu spät die Artillerie dann da gebaut. Ah, okay, weil das erklärt, warum der Feind jetzt wesentlich mehr Luftwaffe einsetzt als letztes Mal, weil letztes Mal war es ja wirklich gar kein Problem. Nö, der Stream müsste noch laufen. Ah, da kommen jetzt feindliche Fallschirmjäger. Ich weiß nicht, ob ich die abfangen kann. Wahrscheinlich nicht wirklich. Also wenn ich... Also da ich jetzt weiß, was ich jetzt weiß, würde ich sagen, lieber doch den einen oder anderen Jagdflieger bauen. Und nicht den eigenen Jagdbomber noch im Flug abbrechen. Verdammt, seine Jagdbomber sind... Egal, wir haben dem Feind auf jeden Fall sehr viel Schaden angerichtet und wenn das Flugfeld jetzt demnächst mal wegkommt, dann wird es auch wieder entspannter werden. Warte, ich kümmere mich da mal drum. Oh, Gameboy, das war's mit deinen Panzern? Ja, das wirkt jetzt die ganze Zeit schon. Hoffen wir, dass die KI nicht herausfinden, dass man mit Jagdbomben auch Bunker zerstören kann. Oder Hauptquartiere. Nee, dann habe ich noch eine Dings... Tarnnetz. Ich hoffe gerade mehr oder weniger mit meiner Artillerie so groß eine so große Streuung zu haben. Dass du alles andere besiegst. Ja, so kämpft man 45 prinzipiell. Okay, ich versuche mal die feindlichen Pioniere abzufangen, damit der einfach keine weiteren Gebäude bauen kann, weil dann ist alles entspannt. Eventuell brauche ich gleich einen Blitzgam. Ja, wohin? Auf das Ding, wo seine Flugfelder stehen. Weil ah, danke, das Blitz hat gerade meinen Flieger das Leben gerettet. Oh, jawohl, Flugfeld. Markierst weg, okay. Du bitte? Da, wo du gerade mit der Artillerie hinschießt. In das Feld. Ah, hier in die Mitte, okay. Blitz ist da. Aber, du hättest nicht sein müssen, aber passt schon. So, jetzt kann ich dir mal Luftunterstützung schicken, weil das feindliche Flugfeld weg ist. Er hat ein zweites. Doch. Oh Gott, meine Flieger machen wieder richtig dummes Zeug. Aua. Nein, dreh nicht darüber ab. Ja, darüber ist gut. So, wenn du jetzt stirbst, bist du selber schuld, so. Hallo. Und jetzt hole ich mir das. Ja, Feuer. Okay, das Flugfeld, das muss unbedingt weg. Wischenfuchs, das Flugfeld ist das Wichtigste überhaupt aktuell. Meine Artillerie hilft auch. Ja, aber die Panzer sind auf naher Distanz sehr viel effizienter als Artillerie, ja. Die kilometerweit wegsteht. Gut, also bis jetzt halten wir das. Ihr seht, man kann die Mission, wenn man rusht, natürlich auch sehr viel leichter lösen. Und auch generell stellen wir uns gerade nicht sehr kompetent an. Wir haben de facto alles verkackt, was wir machen wollten. Ich habe die falsche Fliegerwahl getroffen. Wir haben unsere falschen Jäger am Anfang gewastet. Aber es funktioniert trotzdem. Also die Mission ist im Vergleich zu anderen wirklich nicht allzu schwer. Wir machen es in unserem eigenen Stil. Genau. Wir sind nicht so Mainstream wie die anderen, die gut spielen. Ja, das ist dann die Stelle, wo ich am Anfang blöd geguckt habe. So, Mauspanzer, cool. Er fährt auf dich zu, by the way, Herr Kuss. Ah, entspannt. Gut. Ja, das kriegen wir natürlich total in den Griff. Ich weiß genau, was ich tue. Da hätte ich vielleicht meine Jagdbombe jetzt anders positionieren müssen, aber...
einen Karo im 13 stehen, er wird sich vor dich werfen. Mal sehen, wie viel Typhoons man braucht, um einen Mauspanzer zu zerstören. Warte, Herr, mein Karo im 13 wird. Dein Karo im 13 macht gar nichts gegen. Lol, so ein Mauspanzer, ja, der kann ja gar nichts. Zwei Typhoons und der ist weg. Okay. Mauspanzer erledigt. Okay. Es gibt nur gleich nochmal eine zweite Überraschung, die könnte unter Umständen problematischer werden. Ich werde gleich sehen, welche. Sie wieder auf Gameboy. Wenn die Überraschung auf Gameboy schießt, du weißt genau, was jetzt folgt. Und da kommt die Überraschung. Nee, ich glaub nicht, oder? Nein, 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 Batman. Oh, mein einer kam 13 hat überlebt. Frag mich so ein bisschen wie, aber okay. Also seitdem das Flugfeld weg ist, läuft es weitaus besser. Ah, oh, da ist schon ein weiterer Mauspanzer, sag doch was. Oh ja, der fährt auf mich zu. Ja, Maus. Deswegen. Maus. Ich call Maus. Auch jemand irgendwie Funkstelle, Blitz oder Tarnitz? Ja, ich hätte einen Blitz in der Mitte gebraucht, aber... Blitz auf deine Basis ist da. Dann gehen wir mal mit KM13 zum Ausbekannten. Übrigens auch mein Flugfeld falsch rumgebaut. Ich hätte es definitiv so bauen müssen, dass die Flieger besser starten, aber gut. So, wie viele Charaktere braucht man für eine Maus? Ich glaube, die Rechnung ist schwierig, weil dadurch, wenn du ja mehr hast, verteilt sich auch der Schaden besser und so. Und Tiger hat jetzt zwischengefunden. Ja, echt. Wobei, die Maus braucht halt nur einen Schuss, um KM13 zu stellen. Also. Ja, aber die kann ja jetzt nicht mehr schießen. Ja, aber wenn sie noch könnte, hätte sie es vermutlich gewonnen. Ja. Gameboy kannst du zufällig, wenn sie einen Luftschutzbunker bauen. Ja, ja. Den hättest du vielleicht bauen sollen. Nein. Das wird zu einfach. Ja, stimmt. Das sind feindliche Jagd. Oh Gott, oh Gott. Ja, da sind jetzt Düsenjäger in der Mitte der Basis. Das ist, Ich mach grad meine Artillerie bereit, dass sie da auf das Flugfeld schießen. Wenn mir übrigens jemand ein Tarnnetz in meiner Basis hätte, ich baue gerade zwei Nachschubdepots und da sind feindliche Düsenjäger. Mach ich, sobald ich kann. Gut. Nein, 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 nein. 15 Flugzeuge vernichtet, sehr gut. Also meine fehlenden. Die ich am Boden abgeschossen habe. Meine fehlenden Jagdflieger haben also gar nicht wehgetan oder so. Und Gameboy so, doch. Gesichertes Long-Tom-Geschütz vernichten. Atomgeschütz, Entschuldigung. Das ist ein kleines, aber feines Detail, Gameboy, du bist so tot. Ich bin zurück in Amerika. Nein! Auf Heiko. Das war's in meinem Artilleriebunker. Oh, aber wenn es auf dem Flugfeld geht, bist du am Arsch. Ich kriege jetzt das Zahnnetz, das ich vor 5 Minuten wollte. Alter, Heiko, du darfst deine Flieger nicht am Boden lassen, hast du nichts gelernt. Ja, das bringt doch auch nichts, wenn ich kein Tarnnetz habe. Du hast ja ein Tarnnetz. Warum schießt er nicht? Ja, jetzt. Das ist die Frage. Ich weiß nicht, wo das ist. Oh, okay. Ich will ja nicht sagen, dass eine KO im 13 echt gefährlich leben, aber... No risk, no fun. Es war auch richtig dumm von mir, das Artilleriegeschütz in der Nähe... Ja, okay, das hat sich gelohnt. Ein Atomschlag für einen Karo im 13. Ja, du sagst, er hat sich nicht gelohnt. Er ist ein Held gestorben. Ja. Und er hat es nicht mal gemerkt, dass er als Held gestorben ist. Ja, gut, aber vermutlich auch preferable zu bemerken, dass man als Held stirbt. Ja, okay, das stimmt schon. Ja, ich glaube, so ein Luther hat auch nicht gedacht, boah, ich bin ein Held, sondern er dachte sich, boah, ey. So ein Kack hier. Ja, scheiße, ich muss jetzt auf einer Burg leben. In einem anderen Namen. Ja, Gameboy, Regel 1, wobei, vielleicht funktioniert es ja sogar. Ich schaff das, ich bin groß. Es ist nur meistens nicht sonderlich effizient mit Panzern durch Städte zu fahren. Ich weiß, aber ich find's recht lustig, dass erstens ich jetzt das TomTom rausnehme, oder? Ja, doch. Eigentlich wollte ich das machen, das wäre mein Job gewesen. Ja, wir sind die Nuklearnation. Ich wollte noch einen Nuklearschuss sehen. Vielleicht haben sie noch einen abgesendet und der kommt jetzt gleich. Ich glaube, den haben wir gesehen. Okay, schade, ich wollte eigentlich die feindliche Luftabwehr hier ausschalten. Das lohnt sich natürlich nicht für $40 Flieger auf ein Luftabwehrgeschütz zu schicken, das ist mir auch bewusst. Aber ich möchte einfach diese Luftabwehr loswerden. Okay. Ich kümmere mich jetzt um den Rest hier mit meinen Panzern. Gameboy, okay, kannst du mir Blitz geben? Nee, 3 Sekunden noch oder so, jetzt. Okay, dann machen wir die Gameboy jetzt platt. Bringen die noch eine Überraschung? Basis, am besten. Dann kann die Versorgung schnell nachkommen. Noch einen Luftaufklärer irgendwo. Los, Artillerie. Das wäre witzig, wenn ich jetzt mit meinem Artilleriegeschütz das feindliche Akku zerstöre. Aber wahrscheinlich nicht.
Ja, nee. Das wird wahrscheinlich Wüsti machen. Bam. Ah, das sind Wirbelwinde, ja. Das ist nicht so gut für meine Luftwaffe. Hast du auch schon früh mitbekommen, Alter. Ja. Mach den Last Hit mit meiner Arti. Es wurde gerade eben kurz so hell, da hatte ich ein bisschen Angst, dass es doch noch weiter ausartet. Ja, also wir haben auf jeden Fall mehr Punkte, als wir brauchen. Ich glaube, die ganzen Bonusziele haben wir nicht erreicht, aber gut. Dann habt ihr jetzt auch mal gesehen, wie man Dreierallianz gegen die Achse gewinnen kann. Nicht muss, aber wie man es kann. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei meinen weiteren Videos, die folgen werden zu den Operationen in Rouge. Also bis dahin, ciao Leute.